Willkommen zurück hier bei Let's Play Anno 2070. Das letzte Mal haben wir die Produktion von den Biodrinks ausgebaut. Allerdings habe ich gerade gemerkt, dass wir... Doch, wir haben die richtigen gebaut. Gut. Ja, ich habe nur das Symbol gesehen. Und wir haben es geschafft, endlich das Monument fertigzustellen. Das war schon in der vorletzten Folge. So. Ja, das nur so ein paar Dekorationen außenrum gebaut. Ansonsten sind wir gerade dabei, noch ein paar Sachen hier auszukundschaften. Zum Beispiel das hydroelektrische Kraftwerk einmal gebaut zu haben, um das zu sehen. Und wir wollten auch noch, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Verbesserung bauen für die... Was wollten wir eigentlich bauen? Für die Flussklärwerke. Weil wir davon doch einige haben, nämlich das 3-Sterne-Upgrade, was leider insgesamt 3 Nanofiltrationsanlagen braucht. Und diese Nanofiltrationsanlagen brauchen insgesamt auch ziemlich viel. 2 müssen wir davon noch herstellen, also brauchen wir noch insgesamt 10 Generatoren, 5 Arbeitsdrohnen und 3 organische Adsorptionen. Das können wir gleich mal in Auftrag geben. Die 10 Arbeitsdrohnen könnten wir jetzt sofort mal kurz herstellen. 1, 2, 3, 4. 3 und 3. Ich denke, das ist eine ganz gute Aufteilung dafür. Wie viel kosten die insgesamt jedes Mal? 15, 20. Wir haben genügend dafür. Gut. Dann können wir nämlich schon mal vorsorgen, dass wir das bauen. Ich hoffe, das kriegen wir noch alles ordentlich hin. Ich würde eigentlich ganz gerne die Leute hier noch zu Forschern aufsteigen lassen, damit wir hier noch eine zweite Akademie hinbauen können. Das wäre sehr schön, um doppelt so schnell in der Akademie forschen zu können. Ich glaube, ich werde die jetzt einfach schon mal direkt hier hinstellen. Das Ding hier abreißen. Da brauchen wir die Akademie ein wenig zentraler. Vielleicht hat die jetzt schon 500%, weil die hier unten noch was mitnimmt. Aber leider nicht. 113% sind das nur. Ich würde auch nicht gerne alle hiervon aufsteigen lassen, weil... Echt jetzt? Die brauchen... Krass. Das Wissenschaftsforum ist eigentlich total schlecht aufgehoben bei den Forschern. Ich dachte, die... Ach so. Moment. Ich lüge. So. Jetzt alles damit verbunden und die haben auch Aktivität. Sehr schön. Aber hiermit kann man leider nicht forschen und deswegen brauchen wir auch die Forschungslabore hier unten, wenn wir mehr Module gleichzeitig herstellen wollen. Und das wollen wir grundsätzlich. Dafür bauen wir hier noch kurz 2 davon hin. Hier Forschungslabore. Eigentlich wollten wir die mal da reinbauen, ne? Aber was soll's. Jetzt auf die letzten Meter kommt es auch nicht mehr darauf an. So, wunderbar. Und jetzt müssen wir die eigentlich nur noch aufsteigen lassen. Was ganz schön wäre, wenn wir die auch aufsteigen lassen könnten. Oder brauchen wir dafür noch mehr von denen? Oder habe ich die? Doch, ich habe die auf so. Sind die vielleicht zu unglücklich mit den Getränken, aber die sind sehr gut erfüllt. Also theoretisch müsste das nicht das Problem, dürfte das nicht das Problem sein. Ich probiere mal noch mehr von den Gebäuden zu bauen. Möglicherweise ja. Möglicherweise liegt es daran. Das Schönste an dem Ganzen jetzt ist natürlich, wir brauchen keinen Marktplatz mehr oder kein Stadtzentrum, wie es hier heißt, weil das Wissenschaftsforum das erledigt. Also wir können ja wirklich überall auf der Insel jetzt Gebäude bauen. Und es muss noch eine Straße vorhanden sein, bis da hinten hin. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Funktionsdrinks gleich, ansonsten kriegen wir wahrscheinlich ein kleines Problemchen. Ich würde eigentlich gerne die hier alle aufsteigen lassen, an der Akademie. Das Blöde ist nur, dass wir die dann alle hier drüber aufsteigen lassen müssen. Das funktioniert sonst nicht so ganz. Wenn ich hier nämlich nur klicke, dann steigen die hier hinten auch auf. Oh, wir können auch mehr Genies machen. Na toll. Die brauchen wir gerade eigentlich noch nicht. Allerdings möchte ich hier gerne auch einen Info-Hub wieder haben. Damit wir hier den einen größeren Wohnraum geben können. Bauen wir den so dahin, dann erreicht er ziemlich viel.
Sehr gut. Können in jedem Haus ein paar mehr Leute wohnen. Das ist ganz sinnvoll. Brauchen wir nämlich nicht ganz so viele davon zu haben und kriegen hier trotzdem eine Produktivität von 500%. Davor sollten wir hier auch nichts erforschen, weil das sonst ewig lange dauert. Können mal jetzt gleich die Kette in Angriff nehmen. Der Funktionsdrinks, damit die doch mal ein paar mehr davon haben. Da mangelt es nämlich zurzeit permanent. Ja, die sind eigentlich immer ziemlich auf Null. Auch das funktionale Essen sinkt mit der Zeit. Da müssen wir auch mal für was Neues sorgen. Aber das ist nicht das Problem. Das geht relativ schnell. Hier auf der Insel haben wir nur Kaffee, ne? Gut, das heißt, den Zucker kriegen wir woanders her. Muss dann gleich mal kurz gucken. Auf jeden Fall haben wir eine sehr stark erhöhte Kaffeeproduktion. Und wie sieht's mit dem Zucker aus? Wie viel Zucker haben wir? 11. Okay, das heißt, wir brauchen eigentlich nur noch ein bisschen mehr Zucker. Den Zucker dafür stellen wir hier oben her. 86%, das ist in Ordnung. Das ist jetzt nicht wirklich schlecht. Ich baue mir hiervon noch so 3, 4 mehr. Bauen wir erstmal die Felder und gucken dann. Doch, ich denke, wenn wir hiervon noch... Ja, sagen wir mal 4. Bauen wir 4 davon oder... Je nachdem, wie das jetzt am besten passt hier auch neben. Ich würde ungern noch ein weiteres Abholgebäude jetzt hinbauen. Um nicht so viele Ressourcen zu verbrauchen. Vielleicht können wir jetzt auch gar nicht noch eins davon bauen, weil gleich die Ressourcen leer sind. Aber doch, eins geht noch anscheinend. Das waren jetzt insgesamt schon 3. Denn so... 7, okay. Das hier müssen wir auch noch aus... Ah, okay, jetzt haben wir das Problem, dass wir das nicht mehr ausbauen können. Ja, dann holen wir uns kurz neue Ressourcen von hier unten und machen das dann. Ich spule kurz ein bisschen vor, damit das jetzt ein wenig schneller geht. So. Nee, so nicht. 2 davon brauchen wir theoretisch... Ah ja, hier könnten wir mal eine Anlegestelle vorne hinbauen, weil, ne, hier halten öfters mal Schiffe. Dann brauchen die nicht immer komplett in den Hafen reinzufahren. Ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Sehr schön. Ein wenig Stahl und ein bisschen Beton. Fahren wir hier hoch. Ich denke, dafür brauchen wir gar nichts, oder? Was bräuchten wir denn dafür? Funktion... Ach, bei den Text, genau. Funktionale Drinks, dafür brauchen wir nichts davon. Gut, kein Chrom. Carbon. Ist ja Carbon. Aber ich sag ja immer Chrom. Okay, gut. 131%. Das sollte eigentlich noch viel mehr werden. Das reicht noch nicht. Ich mache mal hier noch ein paar mehr Gebäude hin, einfach damit die auch gleich schneller aufsteigen können, die Leute. Wir brauchen im Moment nur Forscher und keine Genies mehr. Lassen wir es also dabei. So, kümmern wir uns jetzt erstmal hier oben drum. Wir haben jetzt insgesamt eben 3 mehr gebaut, glaube ich, ne? Ja. Können wir noch eins mehr davon bauen, dann haben wir insgesamt 4. Achso, ja, die brauchen wir ja gar nicht. So. Nehmen wir den das dann noch weg. Aber die brauchen Flugabholeinheiten, sonst funktioniert es da oben nicht. So. Noch ein neues Feld hin. Mal 4 neue Zuckerfelder. 6. Da würde noch super eins reinpassen. Naja, okay. Energie brauchen wir ja noch nicht mal neue. Das ist sehr praktisch. Dann schicken wir das Schiff hier schon mal wieder runter. Wir brauchen für jedes Mal funktionale Drinks ein Zuckerfeld. Da wir 4 neue gebaut haben, bauen wir jetzt auch 4 davon neu. Die Synthetisierungsanlagen, das können wir hier unten hinbauen. 4 Stück, eieiei, sind doch gar nicht mal so wenig an neuer Produktion, ne?
Okay. Sehr gut. Ja, dann gucken wir mal, ob das ausreicht, auch von der Kaffeeproduktion her. Wir haben ja 161% immerhin und ich habe ja jetzt keine neuen gebaut. Wir haben 2, 4, 6 davon und wir haben 2, 4, 6, 8. Also 2 mehr, das sollte locker reichen. Hat einen Spezialauftrag bei 163% Produktion ist das kein Thema. Da ist das Taxi. Das ging einfach. Und wir sollen das auch noch zu ihr bringen. Na gut. Ist aber auch nur der erste Teil einer Mission. Das können wir auch kurz machen in der Zeit, ne? Bringen wir mal kurz zu ihr hoch. Ach ja, richtig. Die wollen eine Raketenbasis. Na toll. Ich habe keine Lust, schon wieder so eine blöde Raketenbasis zu bauen. Da hatten wir schon mal eine und das war... Die haben wir direkt danach wieder abgerissen. Weil die eigentlich nur Ressourcen frisst. Aber ich will auch keinen Aufstand riskieren. Das ist sehr fies. Wir bauen hier mal ein paar mehr schwere Waffen noch. Ich denke, kurz vor Ende da, vor dem Aufstand, sollten wir es noch hinkriegen, das zu bauen. Ah, Spiel gespeichert. Ui. Ui. Ich traue mich gar nicht zu fragen, ist das hier voll? Ja. Ui, ui, ui. Farmers dürften auch... Da haben wir, wir haben die Kette verdoppelt quasi und das ist so wenig Unterschied zu vorher? Naja. Und alles erledigt. Bestens. Na gut. Finden Sie auf der Minimap markierten Inhalt ein Fundstück? 8 Tonnen Kupfer. Gut. Wo haben wir Kupfer? Wo haben wir Kupfer übrig? Das ist die große Frage. Wahrscheinlich hier sogar, weil wir hier Mikrochips herstellen, die gerade nicht hergestellt werden. Dadurch sollten wir ja maximale Menge an Kupfer haben. Dann machen wir das hier schnell damit. Und die funktionalen Drinks, da die jetzt wieder relativ hergestellt sind, hoffe ich jedenfalls mal. Haben wir einiges draufgerechnet. Insgesamt 150%. Es geht sehr langsam. Sollten wir uns mal kurz um das funktionale Essen kümmern? Das stellen wir hier nebenher. Können wir kurz das Schiff dahin holen. Wie viel haben wir hier noch? Ja gut, ein paar Sachen haben wir hier unten noch. Ein paar Bauzellen. Hydroelektrisches Kraftwerk oder das Geothermiekraftwerk geht hier unten leider nicht wirklich. Aber gut, das müssen wir dann halt irgendwie anders hinkriegen. Ein paar von den Kraftwerken hin. 3 Stück sollten reichen für unser Vorhaben. Und wir brauchen hier mal eine 1-1-Produktion von. Da das hier auch immer so 3-3-Felder sind, lässt sich das eigentlich ganz gut abmessen. Allerdings braucht das Teil insgesamt 6 Felder. Gucken wir mal, ob das hier hinpassen würde. 1, 2, 3, 4, 5. Vielleicht ganz knapp. Vielleicht ganz knapp. Entweder nach links oder nach rechts. Ist eigentlich ziemlich egal. Können wir lieber hier ganz an den Rand gehen, dann können wir nämlich mehr bauen insgesamt. Aber wir brauchen auf jeden Fall da noch einen Weg hin auch. Also einen Weg von hier weg zum Gebäude. Okay, lassen wir das. Hier an der Stelle ist das blöd. Machen wir da vorne einfach lieber noch ein paar Farmen hin. Das sollte besser funktionieren. Ansonsten kommen wir die ganze Zeit nur in... Nein. In Wegbedrängnis. Platzbedrängnis, Platznot. Und wer mag schon gerne Platzangst? Niemand! Oder mögt ihr Platzangst? Wäre schon komisch. Achtung. Deswegen heißt es ja Angst. Stillstand. Weil man es nicht mag. Na gut. Nein. Das letzte Feld brauchen wir nicht. Eigentlich brauchen wir auch gar keine direkten Verbindungen nach da hinten noch hin. Also zum Hauptgebäude, weil wir ja eh dazwischen die Kette hier haben. Also einmal das hier und einmal das. Ne, können wir das direkt auch dazwischen schalten. Haben wir die Kette um 2 erweitert. Ich würde sagen, wir bauen insgesamt 4 davon neu. Ist schlecht. Daneben ist eine Feuerwehr. Warnung.
Ja, Feuer entdeckt. Du bist gut. Verdammt, ich hoffe, das schlägt jetzt nicht über hier auf den Rest. Nein, 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 nein. Warum? Warum musste denn jetzt eine... Okay, gut. Das wurde noch schnell genug gelöscht. Bauen wir direkt die Gebäude neu. Und wir hatten hier die Arbeitsdrohne in Auftrag gegeben. Machen wir die zwei noch schnell danach. Okay, wir hatten hier noch unser Schiff mit dem Kupfer liegen. Dann machen wir das jetzt auch schnell. Eine Ladekammer sollte eigentlich genug sein. Wir haben drei Inseln zu erkunden. Das ist kein Thema. Hier oben haben wir gar nichts. So, genau die unbewohnten Inseln, die wir ja noch erkunden sollen, ne? Ist wahrscheinlich so geplant. Oh, guck mal, ein Wasserfall. Das sieht auch cool aus, oder? Wie weit sind wir eigentlich hier gerade mit dem hydroelektrischen Kraftwerk? Oh! Oh, das ist fast fertig. Wenn das fertig ist, beende ich die Folge. Hehe. Gut. Ja. Hier, die Farm braucht noch Felder. Man kann die Felder übrigens, wenn man das auch nicht selber machen möchte, automatisch setzen lassen. Das geht durchaus auch. Aber meistens werden die eben so gesetzt, dass es nicht sehr platzsparend gedacht ist. Deswegen mache ich das immer per Hand. Finde ich persönlich schöner. Wem das so aufwendig ist, der kann das, wie gesagt, auch einfach per automatische Platzierung machen. Warentransport auf Handelsroute. Da haben wir direkt auf der ersten Insel das Richtige gefunden. Den Rest Kupfer brauchen wir also gar nicht. Dann verkaufen wir ihr den gleich. Und wir werden hier noch schnell zwei weitere hiervon bauen. Doch, zwei weitere. Drei. So. Doch, das wird nötig sein. Das funktionale Essen war sehr knapp. Von daher ist das gar nicht mal so dumm davon, ein paar auch im Vorrat jetzt zu bauen. Im Voraus zu bauen. Damit wir da nicht direkt schon wieder in Bedrängnis geraten. Ne, so ein bisschen kann man ja auch mal planen. Und nicht immer nur ins Blaue bauen. Ins Blaue, weil wir hier gerade unter Wasser sind. Sag nichts. Du hast's geschafft, oder? Ja, du hast recht. Grinst du so, weil du dir das hier... Ja. Ja. Wir nehmen den Suchscheinwerfer und fahren. Hier rüber. Schon wieder. Basaltvorkommen ist fast erschöpft. Das ist schlecht. Das heißt, wir werden jetzt auch noch Basaltsonden bauen müssen. Es regnet schon wieder. Es regnet so häufig in letzter Zeit. Irgendwie fällt mir das immer auf. Ich weiß nicht genau, warum. Feuergefahr eliminiert. Das hier wird zu lange dauern. Hier haben wir noch nicht genügend Produktivität. Deswegen lasse ich das noch mit dem hier forschen an der Stelle. Aber so langsam könnte die Akademie eigentlich mal genügend Prozente kriegen, weil wir da doch einiges in der Umgebung haben. Aber gut, das klären wir in der nächsten Folge, wo wir dann auch das hydroelektrische Kraftwerk bauen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei und ja. Ich würde sagen, bis dahin, euer Powerpilz. Ciao!